Siamo qui con Anna Schmidt, classe 58. Dal 2006 promuove insieme all'imprenditore Daniel Hani il progetto di reddito incondizionato di base in Svizzera. Tra marzo e ottobre del 2013 sono state raccolte circa 130.000 firme a sostegno di questa iniziativa, legittimando la proposta di un referendum a riguardo. Noi vorremmo farle alcune domande. La prima domanda è: può spiegarci esattamente cos'è il reddito di base incondizionato? Das ist ein neues Einkommen, das zu den alten hinzutritt. Es ist eine neue Einkommensart und es ist ein bedingungsloses Einkommen. Es ist nicht an Arbeit gebunden, nicht an Alter, nicht daran, ob man nett ist oder hübsch oder hässlich. Es wird ausgezahlt von Geburt bis Tod, Kinder vielleicht etwas weniger. Das sind alles demokratische Fragen, die zu bestimmen sind von den Menschen. Aber es ist ein Einkommen, das das Leben meint. Ein Einkommen, das sagt, willkommen auf der Erde und jetzt ist das die Lebensbasis. Weil die Lebensbasis nicht Teil der Verhandlung sein kann am Markt. Also es ist bedingungslos und wird ausgezahlt jeden Monat an jeden Menschen, der dazugehört, also alle Italiener oder alle, die in Italien leben. Das sind alles Fragen, die in der Diskussion weiterkommen. Ci sono state diverse proposte politiche in Italia al riguardo e fra queste la proposta del Movimento 5 Stelle. Qual è la differenza fra il reddito di base incondizionato e la proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle? Ja, der Unterschied ist, dass diese Zahlung ja nur gegeben wird, wenn jemand kein anderes Einkommen hat, also auch wenn schon was passiert ist. Das ist eine völlig andere Mentalität und das ist eigentlich das alte Modell der Sozialhilfe. Das Grundeinkommen ist keine Sozialhilfe, keine Sozialmaßnahme, sondern ein Geld, das jedem aufgrund seines Lebens als Recht zu leben gegeben ist und nicht etwas, was nur gegeben wird, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn es mir schlecht geht. Außerdem ist die Höhe von 600 Euro nicht so, dass man das Gefühl hat, das ist gerne gegeben. Aber das Grundeinkommen ist gerne gegeben, weil du Mensch bist. Il reddito incondizionato, quindi, è legato o è slegato di fatto dall'effettivo esercizio di un'attività lavorativa? Ja, es trennt eben Arbeit und Einkommen in diesem Bereich. Und damit schafft es nur einen Ausgleich zu dem, dass auf dem anderen Sektor Arbeit und Einkommen immer so zusammen ist. Das kann aber nicht alles sein. Mehr als die Hälfte der Arbeit wird sowieso ohne Bezahlung gemacht heute, von den Frauen meistens. Also es ist ein Ausgleich zu einer zu einseitig werdenden Gesellschaft, in der wir die Aufgaben nicht mehr lösen können, die dran sind, wenn Menschen immer nur mit Bezahlung arbeiten und das andere gar nicht für real halten. Immagino che sia una domanda che molti si pongono, ma allora molta gente non potrebbe decidere di non lavorare più? Das ist eine wunderschöne Frage und ich empfehle jedem, sie als erstes sich selber zu stellen. Was würde ich machen? Also nach unseren Umfragen sagen 90%, ich würde weiter was tun, vielleicht auch was Besseres oder verantwortlicher, aber die anderen nicht. Also 90% der Menschen sagen die anderen vielleicht nicht, aber 90% sagen auch ich schon. Es ist aber die spannende Frage darin, weil du merkst auf einmal, wie du andere Menschen siehst und dann kannst du dich fragen, ob das wohl richtig ist und wie du dich siehst. Und dann kann man auch sagen, wie viele arbeiten eigentlich heute nicht und wie faul sind wir heute in der Gesellschaft, dass wir immer auf den alten Begriffen, in den Gewohnheiten weiter reiten. Das ist gefährliche Faulheit. Das Grundeinkommen gibt viel mehr Fokus auf deine Selbstverantwortung und darauf, die neuen Dinge zuzulassen und zu schaffen. Also das Grundeinkommen ist eigentlich Schluss mit der Faulheit und dem Nicht-Arbeiten, denn auf einmal wird alles zu einer Sache, die ich selber verantworte und wo ich mich nicht verstecken kann hinter Aufträgen und hinter dem, das ich ja nicht kann. Sicuramente una modifica importante nel mercato del lavoro e introdurre un qualcosa di questo genere per noi è possibile. Come lo finanziamo? Das ist ein riesiges Thema und wir wollen nachher noch 3 Tage drüber sprechen. Aber ganz kurz. Der erste Gedanke, so komisch er klingt, es ist schon finanziert, weil wir leben nicht von Geld, sondern von dem, was Menschen machen. Wir leiden keinen Mangel an Gütern, also werden wir nicht sterben mit so einem Grundeinkommen. Die Finanzierung als Mechanik, ganz schnell gesagt, bedeutet, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, dann haben alle Menschen dieses Einkommen, was sie eben haben. Das heißt, die Arbeitseinkommen, die Sozialleistungen, alle anderen Einkommen können sinken um die Höhe dieses Grundeinkommens, was natürlich Verhandlungssache ist, was Marktfragen sind. Dadurch sinken aber die Kosten der Arbeit. Arbeit wird viel flexibler, beweglicher, dynamischer. Dadurch können die Kosten sinken für die Produkte können billiger werden für die Konsumenten. Und auf diese gesunkenen Preise,
wo Arbeit viel beweglicher wird, auf die kann man eine Steuer tun. Und man kann sagen, das ist eine Steuer, die der Konsument zahlt, eine Ausgabensteuer. Was aber sowieso interessant und richtig ist zu sagen, die Steuer ist ja das, womit ich die Aufgaben des Staates bezahle, die ich beauftragt habe. Die zahle ich mit dem Produkt, da wo ich die Einkommen all derer zahle, die es hergestellt haben, und die Einkommen all derer, die in meinem Auftrag staatliche Aufgaben erfüllt haben. Es sind viele solche Gedanken beim Grundeinkommen, sich klarzumachen, auch heute sind die Steuern alle in den Preisen. Sie werden nämlich eingepreist, sonst könnte man gar keine Einkommensteuern zahlen. Es ist ein Unsinn mit den Starken, die so viel Steuer zahlen. Es ist auch ein Unsinn zu meinen, dass die progressive Einkommensteuer so furchtbar gerecht wäre. Es sind alles sehr alte Gedanken. Und das Grundeinkommen bringt dann neues Licht mit rein. Auch neues Licht mit rein, überhaupt was Steuern sind und vor allen Dingen, was Demokratie ist. Il reddito di base incondizionato può quindi essere anche una soluzione almeno parziale per il fenomeno della disoccupazione che attualmente affligge l'Italia in modo particolarmente grave. Sappiamo che quella giovanile ha raggiunto in alcune zone d'Italia livelli oltre il 40%. Ich denke, das wäre sehr gut, vor allen Dingen, weil dieses Wort arbeitslos sowieso ein völlig falscher Begriff ist. Niemand ist arbeitslos. Das sieht man, alte Menschen, auch sogenannte Arbeitslose, haben ja viel zu tun und es gibt wahnsinnig viel zu tun, was aber nicht getan wird, weil diese Ideologie da ist, dass man erst beauftragt und bezahlt wird. Und so wird die Welt zugrunde gehen, denn die Aufgaben, die da sind und kommen, die kann man nicht mehr einfach beauftragen. Wir brauchen immer mehr Menschen, die Selbstverantwortung übernehmen und das ist eine Entwicklung. Deswegen sage ich, Grundeinkommen ist eine hohe Herausforderung an die Menschen. Aber eine, die wir brauchen, weil wir sonst mit der Komplexität gar nicht mehr zurechtkommen. Und dieses Wort arbeitslos ist dermaßen idiotisch und hat mit Arbeit nichts zu tun. Arbeit ist nicht, dass ich jemanden einen Arbeitsplatz schaffe, was eine Gemeinheit ist, weil es doch viel besser, wenn man nichts zu tun hat. Arbeit ist das, wo ich sehe, da wird was gebraucht. Ob ganz naheliegend oder im Globalen. Può essere quindi anche una soluzione, anche qui forse parziale, per il precariato, visto che questa forma di flessibilità potrebbe aiutare nella ricerca di un lavoro? Ja, dafür wäre es absolut wichtig. Erstens, es ist unerträglich, wie viel Leid geschaffen wird mit diesen idiotischen Regeln, obwohl wir genug Geld haben und so viel Arbeit eigentlich zu tun ist. Also, dass das Leid endlich aufhört. Dann zweitens, dass ein Blick frei wird für das, was Arbeit ist. Arbeit ist, dass ich was für andere tue, das ist die Realität heute. Und dann würde man merken, was der Profit der Arbeit ist, nämlich, dass es anderen gut tut. Und dann würde ein Grundeinkommen natürlich viel mehr Marktmöglichkeiten geben. Markt heißt, die Marktteilnehmer sind frei, Ja oder Nein zu sagen. Auch Ja oder Nein zu einem miesen Jobangebot, eben Nein zum Beispiel. Das heißt, die Kultur der Arbeit würde steigen, sonst kriege ich gar keine Leute mehr. Das andere ist, ich könnte mir viel mehr einteilen, dass ich Dinge tue, wo ich auch Geld verdiene, weil wer will schon nur ein Grundeinkommen haben, darf man auch nicht vergessen. Natürlich wird sich nicht alles ändern, die meisten haben mehr, wollen mehr, brauchen mehr, aber ich bin flexibler. Es hört auf, dass ich ein Teil einer Maschine bin und die Welt dreht sich um und auf einmal steht der Mensch mal wieder im Mittelpunkt und das ist in der christlichen Gesellschaft natürlich notwendig. Il reddito di base incondizionato, consentendo una grande flessibilità, potrebbe aiutare anche gli imprenditori nell'assunzione ed eventualmente anche nel licenziamento dei propri dipendenti, così come aiutare questi a cercare nuovi posti di lavoro che più gli possano essere congeniali. Wenn man mit wirklichen Unternehmern spricht, dann suchen die natürlich Leute, die selber motiviert sind und nicht Leute, die nur wegen des Geldes kommen. Und wenn man sieht, was Unternehmertum eigentlich ist, stellt man auch fest, die wirklichen Unternehmer sind gar nicht die, die da im Geld schwimmen oder so. Die haben die Idee und setzen was durch. Das sind dann mehr die Enkel, die nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Unternehmertum würde gefördert werden und zwar nicht nur unter dem Zeichen von Geld verdienen, was ja ein ganz kleiner Ausschnitt nur ist, sondern auch im Sozialen, im Künstlerischen, im Forscherischen oder in dem, dass du einfach deine eigene Seele mal aufarbeitest. Oder im Religiösen, oder wo auch immer. Das alles sind unternehmerische Tätigkeiten, aber auch die im wirtschaftlichen Bereich scheitern heute oft daran, dass neue Ideen nicht durchkommen, weil Monopole da sind, weil man nach 3 Jahren die Puste nicht mehr hat. Mit einem Grundeinkommen kann ich sagen, Katharina und du, wir machen was. Und auch wenn wir in 3 Jahren noch nicht Geld verdienen, können wir es weitertragen. Und wenn wir in 10 Jahren noch nichts verdienen, werden wir merken, dass es keiner braucht, dann machen wir was ganz anderes. Also das Es wird lebendiger, es wird dynamischer und innovativer da, wo man nicht vorherbestimmen kann, was das ist.
Und gerade auch im Bereich von Hightech und so weiter wäre das natürlich wunderbar, weil du, wie gesagt, viel länger durchhalten kannst mit Produkten, bis sie sich dann durchgesetzt haben. Aber auch im Sozialen, und das halte ich auch für wichtig, oder im Künstlerischen. Ringraziamo molto Enno Schmid per averci dato queste preziose informazioni e sicuramente il reddito di cittadinanza è collegato con la democrazia, per una migliore democrazia.